Grüne Berge. Wir sind in den grünen Bergen. Gucken wir mal, was in der Nähe liegt. Aber alles in Richtung, wir gehen erstmal in Richtung dieses Aussichtsturms hier. Okay, dann nehmen wir mal das hier mit. Ne, warte mal, hier unten. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, hier ist so viel. Okay, dann gehen wir mal hier lang, dann hier. Dann machen wir einen Kreis, gehen hier lang, hier hoch. Dann machen wir hier rüber. Und das müsste jetzt schon das, ja genau, Pyrrhaetonion sein. Also zuerst mal hierher. Ne? Und dann sehen wir weiter. Los. Das Pferd kann doch irgendwie auch noch schneller reiten. Muss mal nachgucken, wie das ging. Wo konnte ich denn sehen, was die ganzen Menüs hergeben? Ging das hier irgendwo? Gameplay-Steuerung. Halt. So, Parcours ist... Ah, das ist, glaube ich, Straße. Puh. Schnell reiten. Sehe ich nicht so wirklich. Also gibt es vielleicht nur eine Geschwindigkeit. Na, wer weiß. Wer weiß. Lass die schönen roten Berge. Wollen wir da drüber klettern oder außen rum reiten? Oh. Naja, ich glaube, wir müssen irgendwie in die Berge. Ja. Wir müssen mal hoch. Na, geh. Also manchmal. Manchmal ist es komisch. Was haben wir denn hier? Nee, Zypressen, hä? Ja. Sieht so aus. Los, geh schon hoch. Ich war mitten. Das sinkt doch in die Felsen ein. Heidewitzka. Boah. Guck doch mal, wie der in den Zellfelsen versinkt. Na los, gleich bist du da. Gehen wir hier hoch. Schöner Mond. Guck dir das an. Oh, ich guck gerade wieder eine super Serie an. The Expanse of Amazon Prime. Das ist Hardcore Sci-Fi. Das fetzt. Lässt sich gut angucken. So, Freunde. Hier ist aber ordentlich was los. Ein Schatz. Da ist echt ordentlich was los. Na, da steht schon einer. Den können wir wegsnacken. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, den können wir schon mal wegsnacken. Erstmal alles plündern. Plünder, was das Zeug hält. Mal gucken, wo noch ein paar Jungs sind. Kann ich den hier wegholen irgendwie? Machen wir einen auf Sneaky. Komm ich da ran? Hey. Ja. Wo ist denn jetzt ein Kettenangriff? Gar nicht. Hm. Oh, die schlafen. Ja, Jungs. Ihr seid einfach zu lasch für mich. Wer hier so rumschläft. Pfeile auffüllen, das ist gut. Hallo? Munition voll. Ach, hier draußen auch noch. Was, das war's schon wieder? Hier kann ich das Ding sabotieren, ne? Aber hier war doch irgendwo noch... War das der Schatz hier oben? Ja, dann war's das schon. Na dann, auf zum nächsten. Das ist hier unten. Wo lang? Da lang. Jump! Und jump! Und nochmal jump!
Nicht nochmal. Oh, da oben könnte es was sein. Galli, Galli, Oppi. Ja, nerv mich doch nicht mit dem Quest, Mensch. Ich hab grad keine Quest hier. Ich muss hier das... Halt. Wow, macht er immer. Da ist ein Schatz. Und da ist nichts weiter. Achso, ich soll nur den Schatz plündern. Na gut, die wollen natürlich nicht, dass ich den Schatz wegplündere. Ist klar. Ja. Hat nicht so ganz geklappt. Wo ist denn der Schatz? Boah, bist du böse, bist du böse. Hier ist der Schatz. Dann nimm die anderen auch gleich, komm. So, das war's schon wieder. Mit dem Ort. Und jetzt gehen wir hierher. Da könnten wir eigentlich den Weg lang reiten. Was haben wir denn hier? Ne, hier müssen wir alles haben. Ja, haben wir mal, können das mal und reiten eigentlich den Weg lang. Würde ich mal denken, oder? Ich weiß nicht, ob wir da schneller sind. Geht der Weg dann hier runter? Oder ist das die falsche Richtung? Zeig mal her. Wenn ich das mir als Markierung setze. Ja, okay, ja, wir reiten ein bisschen Umweg, aber... Aber ein bisschen den Weg lang reiten ist auch schön. Komm. Liebue. Und dann geht's hier links lang, ne? Sind wir hier? Ja. Hier links lang. Müssen wir wenigstens nicht so über die Berge. Naja, gut. 700 Meter ist schon ein Stück. Aber was soll's. Mal ein bisschen reiten. Ich könnte natürlich das Stück auch rausschneiden. Nichts, nichts, nichts. Ein bisschen die Landschaft genießen ist doch auch schön. Mal ein bisschen runterkommen. Bisschen. Hast du was gehört? Den Kopf entspannen. Ja. Schön Berge genießen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir den mit? Zack. Hier ist es auch sogar. Weiches Leder haben wir gekriegt. So, jetzt sind wir hier und dann reiten wir einfach den Weg weiter. Und dann kommen wir da ran. Genau so. Oh. Lass. Da kommt ein Sandsturm. Naja, wir reiten da durch. Wir kennen da nichts. Ja, nichts. Holla, schon wieder das. Ausrufezeichen ist immer Rebellen, die irgendwas wollen, wa? Aber die können mich mal. Brauch die jetzt nicht. Die Reps. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, grüne Berge. Der römische Turm. In Abakis. Da ist schon mal der Schatz. Wir müssen wahrscheinlich nur den Schatz holen. Oder auch die König. Den Hauptmann hier oder was der ist. Zivilisten helfen. Naja, wisst ihr. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Echt? Mach mal rein hier, dich.
Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Doch, hier ist es leichter, Schatz. Ein Zepter, einen Schatz haben wir schon mal. Missionsziele vor Ort ist wahrscheinlich jetzt nur noch Hauptmann töten, genau. Da ist er. Da sitzen zwei. Die Netzen machen wir weg. Hä? Warum machst du das nicht? Da hat er nur den einen weggenetzt. Ja, ich komm zu dir gleich. Ja. Und mein Junge hier, Captain. Boah, bist du böse. So böse. Da geht's ab. So, jetzt kommen wir zu dir. Na, Pferdl, da unten stehst du einfach so rum. Komm, weg hier. Die waren zu unaufmerksam, die haben es nicht besser verdient. Da ist wieder die Stadt. Was haben wir hier? Hey, was? Hey, da bist du! Okay, dann steigen wir mal hinab. Sehen wir jetzt? Jetzt ist er da. Da sitzen sie wieder und dort ist der Schatz. Okay, da ist wieder eine Höhle, wa? Hallo? Hey, nichts! Scheiße. Keine Munition mehr. Ich spreng dich um! Na klar machst du das. Zu langsam, hab ich dich! Wo sind denn hier Pfeile? Da hinten. Ja, wir holen uns mal Pfeile und dann... Na? Freunde, kommt ihr jetzt alle hoch? Da bist du! Na, was ist denn hier los? Wer gehört mir? Oh, der König. Oder Hauptmann. Ja, du bist zu gierig, Junge. Was ist denn nur mit dir los? Wo bist du? Ich hab das Ziel in Sicht. Er hat das Ziel in Sicht, ja. Was willst denn du hier? Ja? Stirb, du Sau! Was ist denn nur los? Aus. Ist da noch einer? Scheiße. Nee. Geht's hier rein irgendwo? Okay, Pfeile, ja, wieder auffüllen. Hab ich schon. Ein Schild. So, aber hier waren doch noch viel mehr Schätze. Ich hab's doch da aufblitzen sehen. Ich will ja noch ein bisschen meine Waffen ausrüsten. Dafür brauche ich Gold. So, dann haben wir das Banditenlager erledigt. Oh, jetzt haben wir hier was. Zeig schon, wo bist du, Freund Blasius? Na, komm mal hier runter. Willst du nicht? Versteckt er sich da oben? Na los. Au, da oben ist es. Ja. Ah, wieder weiches Leder. Okay, da scheint ein paar mehr Leute zu sein. Oder täuscht das? Ja, mal gucken.
die Banditos. Kommst du hier auch hoch? Okay. Oh. Ja. Marmarika. Vielleicht gibt es ja noch Geheimeingang. Römischer Turm von Tintis. Okay. Steigen wir mal hier ab und klettern mal hinauf. Mal sehen. Der römische Turm von Tintis. Da ist der Schatz, da ist der King. Ein Hauptmann und ein Schatz. Hier ist er nicht. Stanley! Mora! Jawohl. Pfeile haben wir. Ah. Ein Schild. Boah, da haben wir aber viel zu verkaufen, wenn ich... Da steht einer. Tibiabe! Ibi Manere! Wo ist denn der? Mach's gut, Junge. Was sind denn die restlichen Schätze hier? Macht man Kettenangriff? Ja. Macht er. Hey. Willst du mich überraschen, hä? Wo sind denn die restlichen Schätze? Da hinten. Hallo? Wo ist denn hier der Eingang? Freunde. Da ist bestimmt Pfeile. Ja. Ja. Wo ist denn der... Immer rennen in die Kiste, Junge. Immer rennen. Okay, hier ist noch ein bisschen Gold. Halt, hier ist noch mehr Gold. Hartes Leder. Und weiter geht's. Wieder was befriedet. Und jetzt reiten wir mal hier rüber. 1000 und Äpfelstückchen Meter. Ja, das ist ordentlich. Gucken wir erstmal unser Zähnchen. Wo bist du? Ja, warum willst du immer die restlichen Meter nicht mehr laufen, oder was? Bist du faul geworden? Oh, ganz da oben. Jump! Ja, komm, weiter geht's. Und jump! Und... Und jump! Ja, los, komm. Zeig. Boah, das Pferd macht schon einiges mit, du. Jetzt tun wir den Turm entdecken und von dort aus gucken wir mal. Vielleicht sehen wir von dort schon, wo dieses Geisterdorf sein könnte. Und dann müssen wir da ein bestimmtes Haus finden. Naja. Wahrscheinlich, wo die Sonne aufgeht irgendwie. Hoffentlich müssen wir da nicht auf die Dämmerung warten. Alles. 600. Sind wir wieder ein paar Reitonion. Und genau da. Oh, wir sind bald Level 49. Nur noch ganz, ganz wenig Erfahrung brauchen wir. Was ist denn eigentlich 200 Meter da? Ach Gott, hier sind ja wieder so viele. Ne, jetzt erst tun wir den Turm entdecken. Es sei denn, wir tun zufällig in die richtige Richtung reiten. Ne, wir versuchen erstmal den Turm zu holen. Wow. Na, du sollst nicht... Also... Immer gegen die Felsen reiten, ne? Hm.
Wow. Immer gegen die Felsen. Das ist. Na, aber hier geht's doch hoch. Hier hoch. Hallo, du sollst hier hoch. Ja. Genau so geht's. Ja, hier kommst du nicht weiter. Ist ja gut. Komm. Komm. Wir sehen uns gleich wieder und dann. Was? Da ist der Aussichtspunkt. Gibt's hier was zu holen? Nee. Und dann decken wir wieder ganz viele Orte auf, die wir noch nicht besucht haben. Hoch mit dir, Freundchen. Oh, da gibt's auch was zu lesen. Hallo? Da gehst du mal da hoch. Ich werde von diesem Turm springen, wie es ein Magi immer tut, wenn er sein Gebet beendet hat. Ich springe mit allen Göttern in meinen Knochen. Ich bin unbezwingbar wie Reh. Werde ich auf ewig leuchten. Ich werde eins mit der Sonne. Zhao, der Mächtige. Synchronisation, ja. Riesenland. Boah, ist das riesig alles. Abzeichen freigeschaltet. Eratosthenes. Habe ich jetzt bestimmt alle Synchro-Point-Punkte entdeckt. Zack. Na dann gucken wir mal. Nichts weiter. Ah, hier unten. Okay. Okay, oh, das ist aber viel hier. Schwarze Wüste. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Punkt an. Und dann den Punkt. Und dann lesen wir nochmal den Hinweis vielleicht. Dann lesen wir mal den Hinweis. Ein Geisterdorf. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich alle Fragezeichen absuchen und da finden wir dann vielleicht das Geisterdorf. Mal sehen. So. Ach Gott, hier ist ja schon das Geisterdorf. Wobei, das sieht eher nicht wie ein Geisterdorf aus. Oh, hier müssen wir, glaube ich, viel suchen. Was willst du denn? Ja. Lebst du immer noch? Du bist aber hartnäckig. Ja. Lass uns hier nochmal gucken. Da ist ein Schatz. Und da ist ein Schatz. Aber das wird bestimmt nicht schon der Ort für die. Was haben wir denn hier? Ja, zwei Schätze plündern. Aber das wird nicht der Ort sein, wo sich die Schriftrolle offenbart. Ja? Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ein Kohlenstoffkristall, sehr gut. Na, kletterst du mal hier hoch, oder was? Was? Also manchmal... Mein lieber Sohn, hier ist der Schatz, den ich aus dem Grab des Orakels gestohlen habe. Ich suche im alten Turm in der Nähe des Berges nach weiteren. Falls du auf diesen Schatz stößt, dann lass ihn nicht in die Hände des Orakels fallen. Seit Magi Bayek fort ist, kann nichts uns Diebe stoppen und wir können uns in der ganzen Stadt bedienen. Doch hüte dich vor allem vor Offiziellen. Hüte dich vor allen Offiziellen, so. Ja, so einfach war's dann nicht, ne? So.
So, wo ist denn der andere Schatz? Gucken wir mal erstmal so. Da ist was. Da ist was. Ein Hammer. Da ist der nächste Schatz. Ach, das Tierchen können wir mal sein lassen. Ne, genau auf der anderen Seite. Na, plünder schon. Eine schwere Klingenwaffe. Wo ist er denn? Hallo? Ein Fähigkeitenpunkt, Stufe 49. So, gucken wir nochmal kurz. Ne, so. So, also ich gehe davon aus, dass das eventuell die Geisterstadt ist. Alles. Hier war noch irgendwo was. Da hinten. Gold, naja, gut. Wir dann vielleicht alle. Alle Häuser überprüfen. Zeig mal her. Oh Gott, wenn jetzt der Sturm kommt. Na gut, ich nehme dann auch noch. Da sehen wir überhaupt nichts. Jetzt nur nicht verlaufen. Ja, danke. Wo kann ich mich denn hier mal verstecken? Nirgends, ha? Jetzt da irgendwo mal hin, wo ich mich ein bisschen. Nee, ne? Oh, da ist vielleicht ein Hinweis. Schwert in der Asche. Das Schwert hat hier so lange geruht wie die Knochen. Das Begräbnis fand ohne Zeremonie statt, ohne ein Herz, das gewogen werden kann, bleibt diesem Krieger das Jenseits für immer verschlossen. Und ist das ein Hinweis? Kann ich es rausziehen? Hey. Jetzt ist die Frage, wo wir suchen müssen. Da ist wieder ein Schatz.